Hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal KLF Gaming. Mein Name ist Markus und neben mir sitzt wieder der kleine, laute, freche Niklas. Hallo! So, wir sind hier wieder in unserem Stützpunkt und wir sollen, glaube ich, jetzt nach Steinstadt die ewige Erdquelle holen, um hier den Lichtkern wieder aufzubauen. Ja, kenne ich. Ich konnte dort nicht viel sehen, aber die Leute klangen nett. Ich glaube, dort werden wir die ewige Erdquelle finden. Kannst du den Skylander hinführen? Was sage ich? Wir sollen die ewige Erdquelle holen. Zeit zu buddeln. Aber wir müssen über die Steinbrücke, bevor wir anfangen. Folge mir. sag mir Bescheid, wenn wir dort sind, okay? Na gut, dann folgen wir Dix in die Steinstadt. Und ich bin mir sicher, Keros wird dort auf uns warten. Also gut, so weit kann ich dich bringen. Steinstadt liegt gleich hinter dem Zyklopen-Außenposten. Aber der Boden bebt schrecklich. Und diese Vibrationen. Ich spüre, dass hier etwas nicht stimmt. Oh, ein mächtiger Wasserfall. Und eine Zyklopenburg. Wow, das ist ein riesiges Gelände. Da gibt's viel zu entdecken. Hilfe! Die ewige Erdquelle! Sie hat sich in ein scheußliches, grauenerregendes, schreckliches Monster verwandelt! Okay, na dann wissen wir, was wir zu tun haben. So. Mal alles einsammeln. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Oh, wir brauchen eine Bombe. Eine Bombe? Yep. Das werden wir uns nehmen. Die ist wahrscheinlich da drüben. Hinter dem Tor. Holen wir eine Bombe hervor. Ich sehe die Bombe. Oh, das ist ein langer Weg. Oh. So, ich nehme sie, weil ich bin schneller. Achso, ich kann. Oh, doch. Au! Oh, okay, muss ein bisschen früher machen. Und wir sind schon unterwegs. Oh! Aber doch. Doch noch aufbekommen. Gibt's da? Aussichtsturm. Oh! Irgendeiner Schatz bestimmt. Oder? Die Mona Lisa. Nö. Zeig doch. Oh. Die Mona Lisa. Nö. Mono. Hier, Matus, sag jetzt runter. Du nimmst schon wieder die Abkürzung. Ja. Na gut. Dann stürzen wir uns ins Gefecht. Bombe, wir brauchen jetzt auch ein bisschen. Da wirf einfach die Bombe, Markus. Ah, bitteschön. Da, gleich nochmal, Markus. Wirf sie. Uiuiui. Das hört nicht auf. Ah, jetzt habe ich ja. So viel Schaden hat sie aber nicht gemacht, die Bombe. Warte. Bevor du da irgendwo raufsteckst. Ah, da haben wir zwei Türme. Hier. Geilung. Da. So, da müssen wir wieder am
Wasser in schauen. In dieser Zone sind Skylander des Wasserelements stärker. Warte. Schauen. Schauen, schauen, schauen. Da ist sicher wieder irgendwas im Wasser versteckt. Und die Invasion. Au. Ei, 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 ei. Duschen gehen. Ja. Wasserfall. Da oben ist die Schriftrolle. Okay. Ich komme. Und es steht geschrieben. Weder königliches Blut noch ein Meer aus Gold machen dich zu einem Portalmeister. Entweder hast du das Glück, mit der Macht geboren zu werden, ein Portal zu beeinflussen, oder eben nicht. So einfach ist das. Was wir nicht wissen, ist, wieso die Anzahl an Portalmeistern über die Jahrhunderte hinweg steigt und fällt. Vielleicht erscheinen sie, wenn sie am dringendsten gebraucht werden. Das kann sein. Und so wie es ausschaut, brauchen die ja ganz dringend Portalmeister. Aha. Oh, Schildkröten schieben. Mit Öl. Tschüss. Läuft denn nicht? Oh, irgendwie habe ich ihn doch vorbei. Ja, warum? Lass mich doch die Brücke fertig bauen. Nein, schieb das weg. Ja, ich kann das nicht zu mir schieben. Nö, auf die Seite. Ja. Dann misch dich da nicht ein. Geh einfach weg. Oh, ein Steinläufer. Magma-Stimmung. Magma-Verstimmung. Komm mal her. Was kannst du so? Kann das lassen, Mann? Was kannst du? Mal sehen, was das macht. Oh, falsch. Oh, jetzt nicht. Nein. Da können wir mit die Wasser Skylander. Ja. Können wir rüber. Brauchen wir. Komm her! So, dann schauen wir mal, was es auf der Insel zu sehen gibt. Weg mit dir! Stufen auf. Eine Kiste! So. Das war nicht gut. Gehen wir da runter. Und da können wir im Wasser die ganzen Sachen einsammeln und da drüben gibt es auch Münze, Münze, Münze. Okay, stopp. So. Und wir sind wieder an Land. Wo gehst du hin? Was gibt's da oben? Keine Ahnung. Geht's ja weiter oder nicht? Nein. Schlüssel. Okay. Oh, wir waren voll. Die wollten, glaube ich, nicht, dass wir den Schatz. Oh, Steinläufer. Oh.
Da solltest du nicht durchlaufen. Sonst bist du nämlich schneller. Oh, ein Knilch. Ein Erdzauberknilch. Oh, der macht dann Rüstung. Der macht Rüstung. Der macht alles. Stufenaufstieg. Super fähig, jetzt habe ich wieder volle Leben. Ein Piratenhaus. Ist das? Ja. Und ein Seelenstein. Vom Lightning Rod. Schauen wir uns natürlich an. Der Blitzeschmeißer. Dann ob wir noch was vergessen haben. Gib da halt die Schlüssel rein. Ja, geh weg. Hallo, wir sind da. In dieser Zone sind Skylander des Erdelements stärker. Das sind ganz schön dunkel. Warte, aber schauen wir zuerst noch einmal raus. Ob da noch was ist. Ja, du hast ja dein rechtes Schwert. Ja, aber du kannst brennende Pfeile schießen. Und dann wird es nicht so finster werden. So, da geht's links und rechts. Da oben ist schon wieder Schlüssel. Da, nicht weiter. Boah, lauter Schlüssel. Schlüssel. Schlüssellabyrinth. Oh, gleich drei Stück. Ich hol mal einen. Oh, da ist die Tür mit den vielen Schlüsseln. Aber irgendwie machen wir kein Licht. Na, da fällt die Licht durchs Dach. Oh. Was war jetzt? Der Schlüssel ist weg. Der hat den Schlüssel gestohlen. Bleib stehen! Ah, der hast du. Ja, war nicht so schnell wie meine Pfeile. Da. Oh, ich glaube, da müssen wir schon wieder schieben. Gekommen, um zu schieben. Aber wohin schieben? Ah, wir müssen. Ah, schon. Ja. Was? Nicht, da kommen wir nicht mehr raus. Was machst du? Wie sollen wir dann da rüber kommen? Ja, geh mal rüber. Nee, lass den Stein. Geh weg. Da geh rauf. Da geht's rüber. Da die Stiegen rauf. Kannst du mal schieben, Markus? Warum? Sonst brauchst du nur diagonal rüber gehen. Oder meinst du jetzt wegen den Münzen? Ja. Ach, bitte. Und? Da ist bestimmt irgendwas. Na, komm rüber. Kannst du? Na, lauf rüber. Diagonal. Wo willst du? Da drüben sind die Münzen. Und da ist gar nichts. Komm. Schlüssel in Schlüsselloch und weiter geht's. Das kannst du auch noch holen. Da wieder 10. Das öffnet sich bestimmt dann irgendwann, oder? Was? Ja, dieses Tor. Ja, jetzt. Ja, nicht dieses Tor, aber nicht. Sondern? Da ist jetzt wieder hin. Sollte hier dann nicht mal so eine riesen Sternmonster kommen? Ja, viel später. Das war riesig da. Weg mit dir, weg, 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 weg. Dann nimm den Käse.
Geh weg. Kommt da noch wer? Wie viel Leben habe ich bitte noch? Oh, da ist noch wer. Geh weg von dem. Da nimmt er die Breze. So, jetzt schauen wir mal, was der bewacht hat. Einen Stein zum Rumpelschmeißen. So. Yep. Oh, das hat geklappt. Das wird spannend. Warte mal. Geh weg. Sollte rüber, Markus. Und dann schmeißt den Stein rüber und holt die Bombe. Hilfe! Na, lauf! Lauf, 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 lauf! Schneller, schneller! Wirfen, werfen! Und rein da, rein da, rein da, rein da! Ein Seelenstein! Für wen? Oh! Bash. Das sehen wir uns an. Oh, der Wolf geht nur nieder. Das ist cool. So. Ui. So, jetzt ist es weg. Okay. Davon. Warte mal, kurz. Uns fehlt noch ein Hut und zwei Schatzkisten. Zwei Schatzkisten? Ja. Ich habe nämlich auch so ein Lebenstor irgendwo gesehen. Warte, ich glaube, da müssen wir da über die Rampe weiter. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Lass mich mal Ruhe finden. So, dann kämpfen wir uns rauf. Okay, hab ihn schon. Super. Da ist gleich noch einer. Wenn er mich mal aufhört. So, jetzt ist er weg. Na, da nimm deinen Käse. Käse. Warte, ich schieb da den Stein runter. Ja, warte ein bisschen, ich bin nicht so schnell. Oh, da ist er schon. Wir haben das Lebenstor noch gar nicht. Oh, da ist das Lebenstor. Der flieht. Boah, das war gemein. Der flieht. Na, du Knilch. Ah, da muss auch was, weil so einer. Lebenstor. Lebenstor. Hast du da. Du brauchst geh weg, einen bitte. Skylander, um die, du brauchst einen Lebens-Skylander, um geh von dem Tor zu öffnen. In dieser Zone sind Skylander des Lebenselements stärker. Klaus, das hast du gemacht? Ja. Klaus, du. Da drüben, Markus. Oh, da brauchen wir eine Bombe. Bombe? Irgendwo sollten wir doch eine Bombe finden. Ja.
Ich hoffe nicht die von draußen. Ja. Da drüben ist eine. Wo? Da drüben, da ganz oben auf dem Felsen liegt eine. Runtergefallen. Okay. Was ist da runter? Keine Ahnung. Gibt hier irgendwo eine Bombe? Na, hier nicht, die war ja auf dem Felsen oben. Auf diese? Auf diese? Warte, da drin, das, da kitzelt was. Ja, bis zur Bombe rauf. Hab sie! Ja, und jetzt? Vielleicht kann man die Häuser sprengen, Matthias. Ja. Ja, aber das hilft ja nichts. Wir müssen ja... Vielleicht müssen wir den Brunnen sprengen. Das Tor sprengen. Ja, aber wie soll man da rauf? Na, dann sprengen. Das jetzt. Keine Ahnung, nicht zum Brunnen getroffen. Ach. Ja! Ja, oh, wieder ein Haus zerlegt. Ja! So gut. Ja, gut. Und vorbei. Oh Mann. Und jetzt den Brunnen. Das geht nicht. Wir können nur die Häuser sprengen. Ich glaube schon welches. Dieses Haus mal. Da, mit einer Hütte weg. Welches? Dieses. Was? Oh, da ist ja auch noch so ein Lift. Ja, mit dem müssen wir wieder zurück, oder? Da haben wir noch eine Hütte. Mit dem? Ja, da haben ja, aber da ist ja nichts drin. Ja. Ach. Komm schon. Ja, das ist. Du denkst immer nur ans Essen. Nö. Ach. Na, geh weg, geh weg, geh weg. Spring mal los. Gut. Endlich. Geh schon. Geschenk. Du brauchst auch meinen Hut, Markus. Setz dir meinen Hut auf. Nein, ich warte auf den dann. Oder dann nehme ich den. Ja, ich nehme den. Oh, ein Zylinderhut. Ich schau cool aus. Aber uns fehlen noch immer Kisten. Warte, da gibt es ja nicht nur Hütte, sondern auch Kisten. Oder? Weiß ich nicht. Ja, normalerweise schon. Also, ja. Bei den Toren gibt es immer eine Kiste und einen Hut. Ja, da gibt es noch unten. Kiste und Hut steht uns gut. Was heißt das? Da ist die Kiste. So, dann haben wir da mal alles gefunden. Und jetzt können wir der Erdquelle nachlaufen. Ja. Ich sehe gar nichts mit dem Zylinder. Der Hut ist mir ein bisschen zu groß. Hinterher! Wo ist das? Wo ist ein Steinmonster? Auf ihn mit Gebrüll! Oh. Ja. Okay, doch nicht auf ihn mit Gebrüll. Wohl eher auf uns. Ja. Hat er keinen kleineren gefunden? Der drin. Oh, der spielt Billard. Und ich muss mal Ruhe. Cool.
kann mir Cooleres vorstellen. Also viel Schaden haben wir noch nicht gemacht. Du kannst die auch zerstören. Ja, du zerstör sie, wenn sie will. Ich versuch den. Okay. Achtung, jetzt wirft er gerade. Jetzt ist er noch wütender. Oh, oh, oh. Ja? Da gibt's Käse, nimm dir. Oh, meine Pfeile prallen nackt. Achtung! Hilfe, Hilfe! Ah! So noch nicht! Du musst immer in Bewegung bleiben. Ah, jetzt! Okay, jetzt ist er, glaube ich, richtig wütend. Oh, er hat schon wieder seinen. Da gibt's wieder Käse. Käse. Was ist die neue Ja, solltest du. Ja, jetzt wieder Wind. Oh, je. Oh, au. Ist voll cool. Autsch, das war eine Riesen. Die sind nicht schneller. Die fordert die einfach, die Kugel. Wieso ist der jetzt immun gegen Pfeile? Au, oh, hey, da war gar kein Kreuz. Hey, oh! Ja, die folgen dir immer. Der nimmt keinen Schaden mehr. Der macht nur mehr Wind. Jetzt! Ah. Das ist ja viel zu wenig Zeit. Oh, was mit dem Blödsinn? Leben hat er nicht. Ah, gib her die Erdquelle. Stufenaufstieg. Oh, uns fehlt eine Kiste. Aber wir haben den Erfolg freigeschaltet, Mutter Erde. Und jetzt werden wir die ewige Lichtquelle zusammenbauen, beziehungsweise um die Erdquelle ergänzen. Du hast die ewige Erdquelle gebracht. Das Auge im Auge. Das Fundament der gesamten Skylands. Cool. Oh.
Das Sonnenlicht auf meinen Blättern fühlt sich gut an. Und das Wasser so köstlich. Und die Erde ist genau richtig. Danke, dass du mich wiederbelebt hast. Ich bin Arbo, Sohn von Barbo, Kind von Larbo, Spross von... Ah, es spricht! Es spricht! Ah, wo sind meine Manieren? Ich bin Hugo und dies ist ein Skylander. Meister Ion ist verschwunden, aber wir haben jetzt einen neuen Portalmeister. Kannst du uns helfen? Ich bin nicht sicher. Ich bin immerhin erst 8 Sekunden alt. Aber irgendwie scheine ich mich zu erinnern, dass das alles schon mal geschehen ist. Wir brauchen die ewige Lebensquelle. Aber um sie zu finden, müssen wir erst die Samen des Lebens sammeln und einpflanzen, damit ihre Wurzeln uns den Weg zeigen. Das stimmt. Woher hast du das gewusst? Kann ich sowas tun? Oh. Eine Ranke. Das erinnert mich an Jack und die Bohnenstange. Und ich weiß nicht einmal, wie ich es tue. Es ist wie eine Erinnerung. Hier scheint es zur Baumwipfelterrasse zu gehen. Nennt ihr den Ort so? Wir vom grünen Volk kennen ihn als den Baum des Lebens. Dort findest du den Samen des Lebens. Ich kenne den Weg. Ich glaube, ich habe ihn immer gekannt. Ich kann dich dorthin bringen, wenn du willst. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ich wünsche denn wir werden zuerst zu viel gehen. Ich werde einfach meine Ringe ich möchte shoppen. Zählen, bis du zurückkehrst. Und hier, George, das mach ich. Zuerst das. Okay, dann brauchen wir einen... Magie? Da tauschen wir dich, denn ich bin ein Feuer-Skylander. So, dann brauchen wir einen Technologie-Skylander. Und dann Wasser. Den spielst du dann, Markus. Nein! Oh, Markus! Ich hab ein Juwel. Okay. So, ein Feenjuwel. Cool. Wow, es regnet! Münzen! Coole Sache! Oh, ich hab das aufgeploppt. Warum hast du das gemacht? Arme Schaf. So! Dann nichts wie zum Shoppen. Damit. Ich will. Guten Tag! Ich will Sophie! Lasst mich vorbei! Au! Au! Ich will mich verbessern! So, da gibt es die Feuersäule. Die schaut interessant aus. Oder den Pfeilhagel. Den nehme ich. Pfeilhagel. Du kannst eigentlich alle beide kaufen. Echt? Ja. Das heißt, ja. Probier den mal, Markus. Mach den mal. Warte mal kurz. Ich kann das andere auch kaufen. Ja. Na dann. Jawohl! So, probier mal den Pfeilhagel. So, jetzt kann ich nämlich die Leute von oben dort auch erschießen. Und die andere Fähigkeit? Das! Oh, kann ich wechseln? Tada, upgraden. Ich hoffe, beides passt nur. Ja, super. Ja. Cool. Immer spucken. Dann nehmen wir das. So. Ich habe jetzt eine Feuerart. Okay. So, dann lassen wir es für heute gut sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Wir würden uns über ein Däumchen nach oben oder ein Abo sehr freuen. Und wir hoffen, ihr seid das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Skylanders Spyro's Adventures und wir zum Baum des Lebens gehen. Bis dann. Tschüss.